Servus, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Games und Check Hardware. Das Teil, was da gerade am Tisch liegt, das ist die neue Cooler Master CM310. Das ist eine Gaming-Maus, die vor allem für preisbewusste Gamer sehr interessant sein soll. Die kostet nämlich gerade mal 30 Euro. Und da darf man natürlich die Frage stellen, was bekommt man da für sein Geld geboten? Und wie immer fangen wir natürlich an mit dem äußeren Erscheinungsbild, mit der Verarbeitungsqualität. Auch hier sehr interessant, weil wir jetzt schon ein paar solcher Mäuse hier gehabt haben bei uns in der Redaktion. Symmetrische Bauweise, trotzdem ist die Maus in erster Linie für Rechtshänder ausgelegt, weil man findet nur an der linken Seite Daumentasten. Ja, man grundsätzlich, ein Linkshänder könnte sie auch verwenden, aber dann halt eben nicht die Daumentasten, sprich nach wie vor eine Rechtshändermaus. Sehr schlicht gehalten, schwarzer Kunststoff, damit eben die anpassbare RGB-Leuchtung besser zur Geltung kommt. Das Kunststoffgehäuse sehr gut verarbeitet, wie ich finde. Ja, also die Spaltmaße alles schon gleichmäßig. Auch fühlt sich auch überhaupt nicht billig an. Also gerade bei 30 Euro kann man natürlich schon so die Gedanken haben, vielleicht etwas billiger. Nein, also der Kunststoff, das ist wirklich schön wertig. Wie gesagt, auch die Spaltmaße, alles schön gleichmäßig. Die Oberfläche könnte meiner Meinung nach ein bisschen matter sein. Ja, also ich sage jetzt mal, wenn man sehr schweißige Finger hat oder mal was Fettiges gegessen hat und die Maus angreift, dann sieht man schon die Fingertaps, aber das geht noch, also das kenne ich weitaus schlimmer. Und was mir auf jeden Fall sehr gut gefällt, ist, dass auf beiden Seiten, also auf der linken und auf der rechten Seite, jeweils so Anti-Rutschstreifen, also so eine Gummibeschichtung aufgetragen worden ist, damit eben der Grip beim Zocken noch besser ist. Also das ist mal ein ganz großer Pluspunkt. Übrigens, Rückseite auch nochmal kurz herzeigen. Da haben wir nämlich zwei große Mausgleiter, die für eine hohe Gleitfähigkeit sorgen. Das Mauskabel gummiert, 1,8 Meter lang, USB-Anschluss. Ja, und da kommen wir auch gleich zu sprechen auf die Ausstattung. Fangen wir mal an bei den Tasten oder bei der Tastenanzahl. Wir haben linke und rechte Maustaste. Unter denen sind Omron-Schalter verbaut. Wir wissen aber leider nicht, wie hoch die Haltbarkeit ist. Ja. Wir haben nachgefragt, haben da jetzt noch nichts Konkretes. Wir gehen jetzt einfach mal aus in der Preisklasse irgendwas zwischen 15 und 20 Millionen Klicks. Gehen wir einfach mal davon aus, dass die aushalten. Also ich sage mal, auch das für 30 Euro wäre das absolut okay. Also man sollte sich jetzt keine 50 Millionen Klick Omron-Switches erwarten, aber es sind auf jeden Fall Omron-Schalter und die klicken sich auch sehr gut. Dann haben wir hier zwei Tasten für die Auflösung. Also das sind insgesamt 7 dpi-Stufen, die man auswählen kann. Ja, das sieht man auch, da ändert sich dann auch entsprechend die Farbe. Und dann haben wir zusätzlich noch zwischen diesen beiden dpi-Switches eine Taste, um zwischen den 5 vorprogrammierten RGB-Beleuchtungsmodi hin und her zu switchen. Ja? Also quasi alles Plug and Play. Es gibt nämlich, und das kann ich schon mal vorwegnehmen, es gibt keine Software. Also ihr könnt keine Profile, ihr könnt keine Makros erstellen, ihr könnt auch nicht die RGB-Beleuchtung anpassen oder die Auflösungsstufen ändern, sondern anstecken, fertig. Mehr gibt es nicht bei dieser Maus zu beachten. Werde ich noch im Fazit ein bisschen genauer auf das Thema eingehen. Ansonsten, wie gesagt, dann noch die zwei Daumentasten und ja, dann das Zwei-Wege-Mausrad, das ja eine, sag ich mal, mittelstarke Rasterung hat, sehr angenehm und natürlich auch als Taste genutzt werden kann. Also kann man reinklicken und auch das, der Klick von Mausrad fühlt sich gut an. Also generell, für 30 Euro ist das eine echt gute Maus. Aber jetzt kommt natürlich die entscheidende Frage, wie sieht's aus mit der Technik selber? Also wie sieht es aus mit den Sensoren? Und das ist eine sehr interessante Geschichte, denn so wirklich ganz genau weiß man eigentlich nicht, was da verbaut ist. Auf der offiziellen Seite wird angegeben, der PixArt A3325, aber auch der A3328. Also wir haben beide Spezifikationen gefunden. So, wir gehen davon aus, weil der 3325 von PixArt, also der A3325, der hätte normalerweise eine maximale Auflösung von 5000 dpi. Die CM310 hat aber eine Auflösung von 10.000 dpi. Also sind wir und gehen wir davon aus, und da geben uns auch die Kollegen von Computerbase recht, die haben das auch schon so ein bisschen gemutmaßt, dass es sich hierbei einfach um einen modifizierten
33-25 Sensor handelt, deswegen eben 33-28. Da wurde dann eben die Auflösung interpoliert auf 10.000 dB, denn da schafft die Maus, und so ergibt sich dann jetzt auch der Sensor. Gut, ja, ein bisschen kompliziert, aber völlig egal. Es gibt eben, wie gesagt, 7 dB-Stufen von 500 rauf bis 10.000. Gibt es dann eben 7 so Abstufungen, die man halt eben anwählen kann. Die Lift-Off-Distanz beträgt übrigens 3 mm. Was ich noch nicht erwähnt habe, vielleicht aber interessant ist, ist die Größe von der Maus. Ja, wir haben hier Maße von 127x72x40 mm, also eine Maus, die sehr gut für Leute mit großen und mittelgroßen Händen geeignet ist. Leute mit sehr kleinen Händen werden Probleme haben, jede Taste gut zu erreichen, vor allem die Daumentasten. Und die Maus bringt ohne Kabel 100 Gramm auf die Waage, um das auch nur zu vervollständigen. Ja, ich habe es ja bereits erwähnt, es gibt für die Maus keine Software, und ich springe jetzt quasi schon direkt so in das Fazit hinein. Für 30 Euro, sage ich immer, kann man eine gewisse Qualität anbieten, und die liefert auch coolermaßen ab. Wir haben ein stabiles Gehäuse, wir haben eine schicke Beleuchtung, die optische Sensoreinheit verrichtet ihre Arbeit gut, ist natürlich jetzt kein 33-89er Sensor, ist ganz klar. Also wir sind hier nicht auf High-End-Niveau, sondern im Mittelklasse-Bereich unterwegs, aber das wird vielen, vielen Spielern da draußen absolut reichen. Und ich kann es, und ich muss nochmal erwähnen, die Maus kostet 30 Euro. Und wenn man das im Hinterkopf behält, bekommt man hier echt ein großes Feature-Set. Klar, gibt jetzt keine Gewichtsanpassung, aber das ist schon, wäre schon meckern auf hohem Niveau. Es wird natürlich, oder es kann möglich sein, dass einigen Leuten die Software abgeht, gerade was die DPI-Stufen anbelangt. Ja, da wird sicher einige geben, die sagen, ja, 7 Stufen sind zwar ganz nett, aber da ist vielleicht nicht genau die Auflösung dabei, die ich gerne hätte oder bräuchte. Das heißt, ich muss dann vielleicht irgendwie im Spiel herum experimentieren und die Maus-Sense anpassen. Das möchte nicht unbedingt jeder. Also wenn jemand gewohnt ist, ich spiele jetzt, weiß ich nicht, mit 2500 DPI und die möchte ich haben und 3000 ist mir schon zu viel. Ja, ihr kennt diese Problematik als Spieler vielleicht. Dann ist natürlich ein bisschen problematisch mit der Maus. Da muss man halt auch dann im Spiel ein bisschen herumfeilen. Aber auch hier wieder im Hinterkopf behalten, es sind halt 30 Euro. Will man mehr für sein Geld haben, eine Software und solche Geschichten, da muss man halt schon bereit sein, 10, 15, 20 Euro mehr auf den Tisch zu legen. Ja, und auch da ist nicht immer garantiert, dass die Maus dann eine Top-Verarbeitung hat und so weiter. Also zusammengefasst, die CM310 ist eine gute Maus für preisbewusste Zocker. Ich sage immer gerne für Einsteigerzocker, die einfach auf der Suche sind nach einer hübsch beleuchteten Gaming-Maus, die präzise ist, die gut in der Hand liegt, die auch halbwegs, also die auch gut verarbeitet ist und eine hohe Gleitfähigkeit hat. Und genau das ist, oder das bekommt man geboten bei der CM310. Aber auch nicht mehr. Mehr gibt es halt auch nicht. Ja, und das war es eigentlich auch schon zur neuen Cooler Master Maus. Kurz, prägnant. Ja, ich möchte ja gucken, dass die Testvideos nicht immer so lang werden. Nichtsdestotrotz, wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Kritiken habt, rein in die Kommentare damit. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Gerne auch unseren YouTube-Channel abonnieren. Ja, und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.